Die Batteriekontrolllampe leuchtet? Keine Sorge, so schlimm ist es nicht, wenn Sie rechtzeitig in die Werkstatt kommen. Heute zeigen wir Ihnen, wie man eine Fahrzeugbatterie wechselt, korrekt mit Hilfe der VCDS-Software anlernt und mögliche Probleme behebt. Los geht's! So wechseln Sie die Batterie. Schließen Sie die Fenster, bevor Sie anfangen. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug abgestellt und die Zündung aus ist. Lösen Sie zuerst den Minus- und dann den Pluspol. Entfernen Sie die Batteriehalterung. Entfernen Sie die Schutzhülle. Bauen Sie die alte Batterie vorsichtig aus. Achten Sie darauf, sie sicher abzustellen. Setzen Sie die neue Batterie ein. Wichtig ist, dass der Sockel der Batterie in die Halterung einrastet. So sitzt die Batterie richtig fest und kann sicher betrieben werden. Die Schutzhülle nicht vergessen. Verbinden Sie zuerst den Plus- und dann den Minuspol mit der Batterie. Ganz wichtig! Machen Sie ein Foto vom Typenschild der neuen Batterie. Die Infos brauchen wir gleich fürs Anlernen. Vor dem Kodieren sollten Sie Folgendes vorbereiten. Schließen Sie ein geeignetes Ladegerät an das Fahrzeug an, stellen Sie sicher, dass die Zündung an, aber der Motor aus ist. Wenn das Fahrzeug über ein Start-Stopp-System verfügt, deaktivieren Sie es über die Taste in der Mittelkonsole. Öffnen Sie VCDS und klicken Sie auf Autoscan. Wählen Sie Gateway-Verbauliste. Wichtig: Diese Anleitung gilt nur für Fahrzeuge, die das CAN-Protokoll verwenden. Das Protokoll wird Ihnen im geöffneten Steuergerät angezeigt. Für Fahrzeuge mit UDS-Protokoll finden Sie die Anleitung in unserer VCDS-Wiki. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wählen Sie Lange Anpassung im Steuergerät 19, Diagnose-Interface. Wählen Sie Batterieinformationen und schauen Sie das zuvor erstellte Bild der neuen Batterie an. Tragen Sie folgende Infos ein: Batteriekapazität, Hersteller, Seriennummer. Falls diese Informationen auf der neuen Batterie nicht vorhanden sind, verwenden Sie die alte Nummer und ändern Sie lediglich eine Stelle der Seriennummer ab. So erkennt das Steuergerät, dass eine neue Batterie eingesetzt wurde. Speichern Sie die Änderungen und prüfen Sie, ob die Daten übernommen wurden. Und tada! Die Batterie ist jetzt mit dem Fahrzeug verheiratet. Als letzten Schritt prüfen wir, ob alles wie gewohnt funktioniert. Bei einer Stromunterbrechung kann es vorkommen, dass die Fenster sowie der Lenkwinkelsensor eine Grundeinstellung benötigen, um wieder ordnungsgemäß zu funktionieren. Für neuere Fahrzeuge werfen Sie gerne einen Blick in unsere VCDS-Wiki-Anleitungen. Bei älteren Fahrzeugen können Sie das nach folgender Anleitung durchführen: Schalten Sie die Zündung ein und starten Sie den Motor. Nun drehen wir das Lenkrad einmal komplett nach links, halten es ein paar Sekunden in dieser Position und drehen es anschließend einmal komplett nach rechts. Auch hier halten wir es für einige Sekunden. Zu guter Letzt lernen wir die Fensterheber neu an, damit die Komfortfunktionen für das Öffnen und Schließen wieder funktionieren. Hierzu fahren wir das Fenster komplett herunter und halten den Taster des Fensterhebers für einige Sekunden weiterhin nach unten gedrückt. Anschließend fahren wir das Fenster komplett nach oben und halten auch hier den Taster für einige Sekunden weiterhin nach oben. Geschafft! Batterie gewechselt, Fahrzeug kodiert und auf Funktion getestet. Und unser Kunde? Der fährt mit einem breiten Lächeln davon. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken und zu abonnieren. Für weitere Tipps und Anleitungen besuchen Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.